Brigitte Gerber ist Buchrednerin und sie liebt es, den Kindern Geschichten zu erzählen. Zusammen mit Adonette, ihrer Puppe, ist sie seit mehr als 20 Jahren unterwegs, um Klein und Gross zu unterhalten. Hey Adonette, komm raus! Da bin ich, denk schon. Oi. Was ist denn? Meine Frisur. Ja, du musst dich mal strahlen. Du hast gesagt, natürlich ist am schönsten. Ja, schon, aber zwischen sollte man schon mal einen Strahl in die Hand nehmen. So, ist so schöner? Ja, es geht. Adonette ist ein vorwitziges Mädchen mit viel Flausen im Kopf, das aber nicht oberflächlich ist, sondern in die Tiefe will. Also die will Antworten haben und einfache Antworten gehen gar nicht. Jetzt könnten wir wieder mal ein bisschen zusammen reden. Ich rede und du hörst zu. Ja, ungefähr so läuft das auch bei uns. Ja, und ich habe recht am Schluss. Das ist am wichtigsten. Sie kann natürlich auch das sein, was man als erwachsene Person nicht mehr darf, aber vielleicht gleich in einem innen schlummert. Und ich glaube, das macht uns ein gutes Team. Brigitte Gerber und ihre Familie treffen die letzten Vorbereitungen für einen Kinderevent in Studen bei Biel. Adonette ist Teil der ganzen Familie. Nein, mindestens vier Reihen müssen sein. Adonette war wie zuerst vor der Familie. Ich habe Adonette mit in die Ehe gebracht. Und mir war wichtig, dass mein Mann das auch unterstützen kann, was ich da mache, dass ich den Freiraum habe. Und als die Kinder kamen, war mir das auch wichtig, dass die Kinder das auch unterstützen können, weil sie mich zwischen ihnen entbehren mussten. Und jetzt, als sie grösser sind und auch mit mir unterwegs sind, ist das sehr schön. Brigitte ist Bauchrednerin. In den 90er Jahren ist sie mehr zufällig auf diese Kunstform gestoßen und war sogleich fasziniert. Das Bauchredner ist für mich einfach ein Tüpfchen aufs I. Also für mich lebt das Puppenspiel nicht eigentlich in erster Linie durch das Bauchreden, sondern durch die Lebendigkeit der Puppe, durch Geschichten und so ein bisschen durch die Illusion, die ich vermittle. Also sind wir 41, das ist 43. Das Bauchreden ist ein Geheimnis. Ich sage genau gleich nichts dazu wie noch vor 22 Jahren. Es ist lernbar, das kann ich sagen. Es ist vergleichbar wie mit einem Instrument. Das kann auch jeder lernen, aber nicht jeder wird ein Virtuos drauf. Vor 18 Jahren hat die gelernte Augenoptikerin ihr Hobby zum Beruf gemacht. Später folgen Ausbildungen zur Erwachsenenbildnerin und Kinderanimatorin. Für mich ist Humor etwas sehr, sehr Wichtiges. Es gibt einem eine gewisse Leichtigkeit, aber ich will nicht oberflächlichen Humor machen. Sondern die Sachen, die Adonette nicht erlebt, sind manchmal sehr ernst. Und die Kinder kennen sich darin auch wieder. Ein Beispiel, wo Adonette als Aussenseiter dargestellt wird, wo die Kinder wirklich kommen und sagen, das kenne ich auch. Adonette findet nicht immer das lustig, was man darf lustig finden. Sie hat durchaus auch eine Seite, die manchmal einen bösartigen Humor hat, aber lässt sich dort schon auch mal etwas sagen und bringt dazwischen auch mal wieder etwas in Ordnung. Adonette, die wohnt in diesem Koffer. Wohnt jemand von euch auch im Koffer? Johnny, hey, nein, stellt euch vor, das wäre jetzt so, wie das Kind hat ja gesagt. Die Kinder sind erwartungsvoll. Motto des Nachmittags, Adonette im Helferstress. Ich bin rausgerannt, hast ein Velo genommen, hast sofort gesehen. Was hast du gesehen? Ein Loch. Ja, im Pneu. Ja, wo dann sonst? Ja, und dann? Habe ich das Velo genommen, wie geht es mit dem Velo nicht? Als ich zurückgekommen bin zum Onkel Karl, war die Feuerwehr vor dem Haus. Oh. Und alle haben das Tent verrührt. Was ist dir passiert? Ja, das Essen ist angekommen. Brigitte und Adonette haben Erfolg. Dutzende von Auftritten pro Jahr, mehrere CDs und DVDs zeugen davon. Neben den Auftritten hat Brigitte Gerber auch rund 3000 Personen in die Kunst des Puppenspiels und Bauchredens eingeführt. Themen und Geschichten sind vom christlichen Glauben geprägt. Für mich ist halt der Glaube nicht per se einfach etwas Ernstes und Starres und Steifes. Ich selber liebe Geschichten. Ich habe glaube, am meisten in meinem Leben gelernt durch Geschichten. Und Jesus hat immer Geschichten erzählt. Wenn er etwas Wichtiges hat wollen sagen, dann hat er seine Geschichte verpackt. Darum erzähle ich sehr gerne auch Gleichnisse. Und das hat dann etwas zu tun mit den Menschen in ihrem Alltag. Sie konnten ihn nicht gesund machen. Er war einfach gelähmt. Theologisch müsste man jetzt sagen, dass man in der Bibel das nie sieht, dass Gott Humor hat. Aber ich glaube, Gott hat Humor. Weil Gott hat uns gemacht und der muss Humor haben. Ideen und Gedanken für ihre Stücke nimmt Brigitte aus ihrem Alltag. Der kreative Prozess ist vielschichtig. Beim Schreiben habe ich natürlich schon so ein bisschen, ja, das könnte jetzt etwas lustig sein, das könnte jetzt etwas sein, wo die Leute lachen. Aber ob es dann wirklich so ist,
Das erfahre ich erst im Auftritt und das ist auch von Publikum zu Publikum unterschiedlich. Für mich hat Humor dann Grenzen, was auf Kosten von anderen geht. Meistens sind das auf Kosten von schwächeren Leuten. Das ist gar nicht meins. Also ich möchte gerne, dass alle darüber lachen können und nicht Leute ausgrenzt werden. Ich finde, Humor hat etwas sehr Befreiendes. Es kann etwas, was schwer ist, und es ist wahr, dass es so schwer ist, eine gewisse Leichtigkeit geben, so ein bisschen etwas auflösen und es so einfach eben leichter machen. Humor und Kreativität beschränken sich bei Brigge nicht auf ihr Engagement mit Adonette. Sie ist als Referentin tätig und organisiert beispielsweise auch Kreativtage für Frauen. Beim kreativen Arbeiten begegnet mir oft, dass ich mit Leuten zu tun habe, die sagen, oh, meine Handarbeitslehrerin hat immer schon gesagt, ich könne das nicht. Und dann wagen sie sich nicht daran und es ist wirklich so für sie etwas ganz Schwieriges. Und dann auf eine humorvolle Art sitzt Begleiter drin und sagen, hey, komm, jetzt machen wir doch das mal. Für mich ist Humor nicht von Anfang an einfach immer an Bord gewesen. Ich habe schon immer gerne Geschichten gehabt, ich habe schon immer gerne gelacht. Aber ich war eigentlich vom Typ her eher jemand, der so ein bisschen verbissen war, der das muss man so machen und das ist so gut. Und ich habe gemerkt, dem gehe ich aber zu Grund. Und habe nachher auch durch einen längeren Prozess wie mir so angeeignet, Sachen nicht mehr so fix zu sehen. Und ja, wenn ein Fehler passiert, hat einen Knopf drauf zu kleben. Und das ist so schön. Und so die Leichtigkeit hat mir gut getan. Bis zum nächsten Mal, wenn ich dann wieder helfe. Danke, sind ihr da gewesen und ich sage Tschüss, Ciao, Ciao, Arrivederci, au reservoir, hasta luego. Tschüss! Bei einem Auftritt ist für mich natürlich wirklich das Schönste, in die Gesichter zu schauen. Und dort ist wieder das Kinderpublikum so das Dankbarste, wo man wirklich einfach ablesen kann, wie die dabei sind, wie die aufnehmen, was man sagt. Und man hat so ein Feedback eigentlich hat. Und das ist für mich sehr, sehr schön zu sehen. Da geht etwas über und da kommt wieder etwas zurück. Findest du es lustig, wenn sie so zum Beispiel Seich oder so macht oder so? Ihre Abenteuer und Geschichten. Dass man einfach nie weiss, was bei ihr passiert. Sie hat quasi wie voll überrascht gesteckt. Sehr lustig. Sie erzählt eigentlich noch gerne Geschichten und hört auch noch gerne Geschichten. Verzeichnet sie immer noch so ein schönes Bild. Kann ich so. Hast du schon eins? Ja, der ist gut. Der hat alle schon eins.